Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Projekt Klimafarmbilanz. Mein Name ist Ralf Gockel, ich arbeite seit 30 Jahren bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Thomas Appeltinger, Professor für Pflanzenernährung und Bodenkunde an der TH in Bingen. Guten Tag, mein Name ist Oleg Pankiau und ich bin Professor für Klimaschutz und Klimaanpassung in der TH Bingen. Also mein Name ist Matthias Müller. Adresse ist Hubertushof in Irmtraut. Dort bewirtschafte ich mit meiner Familie einen Milchviehbetrieb. Unser EEP-Projekt hat sich gegründet, um den Landwirten näher zu bringen, welche Stellschrauben wichtig sind für den Klimaschutz und um das gesamte System Landwirtschaft von einem System, das uns nur satt macht, hinzubewegen zu einem System, in dem wir auch aktiv Klimaschutz betreiben und dafür auch von der Bevölkerung die Wertschätzung erfahren, die die Landwirtschaft verdient hat. Und eine der interessantesten Fragen dabei ist tatsächlich möglichst kompletten, möglichst genauen Treibhausgasbilanz von so einem typischen Bauernhof zu machen. Wir müssen ja am Ende Klimaziele erreichen, die vertraglich festgelegt wurden. Das Schlüsselelement dabei ist, die Stickstoffeffizienz zu steigern. Und so glauben wir, dass mit diesem innovativen Projekt wir nicht nur einen Beitrag für die Landwirtschaft leisten können, sondern für unsere gesamte Gesellschaft.